Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Sendung Arbeitsplätze in Limburg-Weilburg, also mit Schwerpunkt in Weilburg und den Oberlahn. Mein Name ist Wolfgang Eck, ich bin Vorsitzender der Wirtschaftswerbung Weilburg und Anregung war, dass viele unserer Mitgliedsbetriebe nach dieser harten Krisenzeit oder auch trotz dieser Krisenzeit Arbeitsplätze zu vergeben haben. Und zwar Ausbildungsplätze, aber auch Festanstellungen. Wir möchten gar nicht viel darum reden. Wir haben auch zwei interessante Studiogäste, einen Jobreporter und den Zuständigen für das Jobportal jobsinlimburg-weilburg.de. Fangen wir an mit den Ausbildungsplätzen. Die jungen Leute sind ja meistens etwas ungeduldiger als die Älteren. Dort haben wir zuallererst Elektromüller hier in Weilburg besucht. Hi, ich bin der Lukas Heinz, ich bin im zweiten Lehrjahr, mache Ausbildung hier in der Firma Elektro Müller zum Elektrotechniker für System- und Energiegebäudetechnik. Warum mache ich den Beruf? Ja, einfach aus generellem Interesse am Handwerk, weil es einfach Spaß macht, man was dazulernt und immer was fürs Leben lernt. Was man dafür braucht, ist ganz klar Disziplin, vielleicht auch ein bisschen Handgeschick und Talent, aber im Großen und Ganzen kann man alles lernen. Und Hauptsache, man hat Spaß an dem, was man tut. Hallo, mein Name ist Vincent Bettin. Ich fange am 1.8. meine Ausbildung hier beim Elektromüller an. Und ich finde es wirklich schade, dass der handwerkliche Beruf mit der Zeit ausgestorben ist. Und da mir das Arbeiten mit Kabeln und der ganzen Technik sehr Spaß macht, freue ich mich, beim Andreas Müller hier anzufangen. Hallo Würfel, mein Name Jan. Ich bin im ersten Lehrjahr und was ihr braucht, ist etwas Talent und Begeisterung für Technik, Disziplin und etwas Spaß an der Arbeit. Ich bin der Marc Schneemann, ich bin 20 Jahre alt, bin im dritten Ausbildungsjahr. Ja, ich habe mich für die Ausbildung zum Elektriker entschieden, weil ich in den 3 Jahren das Handwerk lernen will und gerne mit Maschinen umgehe. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne hier bei der Firma bewerben. Es ist ein cooles Umfeld. Wie gesagt, macht Spaß und wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch eure Bewerbung. Bewerbt euch jetzt, unser Team braucht euch. Ja, das Handwerk hat einen goldenen Boden. Ich denke, das ist eine wirklich interessante Stelle bei Elektromüller. Vor allen Dingen die vielen interessanten Kunden und Baustellen. Ich denke, da kann man sehr viel lernen, auch für das Leben. Jetzt möchte ich auch noch Werbung in eigener Sache machen. Die Eckpunkte Kommunikations GmbH sucht ebenfalls Auszubildende bzw. einen Auszubildende oder eine Auszubildende im Bereich Mediengestaltung, Bild und Ton. Ausbildungsplätze gibt es ja wie Sand am Meer. Das heißt, es gibt viele Plätze, aber auch ganz viele verschiedene Berufe. Wir haben einen jungen Jobreporter hier vor Ort, Joshua Roth. Der hat sich das Ganze mal angeschaut und möchte über TikTok und Instagram den jungen Leuten zeigen, was denn eigentlich hinter diesen Betrieben steckt und was sie da erwarten können. Mit ihm habe ich gesprochen. Bei mir ist jetzt Joshua Roth und er hat ein ganz besonderes Projekt vor der Brust und da können sich alle Jüngeren vor allen Dingen drauf freuen. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, mein Name ist Joshua Roth.
Ich bin 17 Jahre alt. Ich interessiere mich besonders fürs Filmen, Fotografieren und fürs Videobearbeiten. Zudem bin ich noch in der DLRG tätig als stellvertretender Jugendvorsitzender. Und aufgrund meiner Interessen mache ich zurzeit eine Ausbildung als Gestaltungs- und medientechnischen Assistenten und dann fachbezogen noch das Fachabi. Das ist ja die Technikerakademie, die diese Ausbildung anbietet. Sehr spannende Themen dort. Und jetzt wirst du auch noch Jugendreporter, nennt man das so? Jobreporter. Und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich wurde von Webfest Media angefragt in dem Sinn. Und die haben mir ihre Idee vorgestellt und ich fand schon generell interessant dann. Und auch in diese einzelnen Gebiete reinzugucken. Und das finde ich einfach sehr interessant und will das einfach so den meiner Generation in dem Sinne noch weitergeben. Das heißt, du gehst in Ausbildungsbetriebe rein und interviewst wahrscheinlich Chefs oder Chefinnen und die Auszubildenden oder was hast du genau vor? Gibt es da schon einen konkreten Plan? Ja, genau. Also wir gehen in verschiedene Betriebe rein, stellen den Auszubildenden die Fragen. Auch die Chefs kommen mal vor die Kamera und stellen da quer durch die Fragen und schneiden wir dann ein kurzes Video davon. Und ja, da können sich dann die jüngeren Leute die Videos angucken. Das ist ja für Social Media geplant, das heißt für Instagram, Facebook, TikTok etc. Aber das sind ja ganz unterschiedliche Plattformen. Wer schaut sich eigentlich oder wer hat welche Interessen in welcher Plattform sich zu bewegen? Also alt, jünger und ganz jung habe ich mir mal sagen lassen. Ja genau, also Facebook kenne ich jetzt persönlich, das von meiner Generation eigentlich niemand mehr nutzt, also spielt das für uns so keine Rolle mehr. Jetzt besonders TikTok und Instagram ist für uns schon, sag ich mal, wichtig und auch nutzen wir täglich und deshalb haben wir es auch auf diese Plattform beschränkt und laden da unsere Videos hoch, um so die jüngeren Leute da zu erreichen. TikTok, das sind ja eher so lustige Videos auch, oder ich bin eine ältere Generation, deswegen kenne ich mich da nicht hundertprozentig aus. Macht ihr dann auch Sketche mit den Ausbildungsbetrieben oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es kommt natürlich mal ab und zu mal was Lustiges vor. Das schneiden wir natürlich auch gerne rein und soll natürlich schön locker rüberkommen. Hallo Leute, ich bin's, Joshua, euer Jobreporter. Herzlich willkommen auf dem TikTok-Kanal von Jobs in Limburg-Weilburg. Hallo, ich bin Danny und ich zeige euch heute meinen Arbeitsplatz. Ach cool, ihr habt ja hier sogar einen Kicker stehen. Und hier sind wir schon an meinem Arbeitsplatz. Und heute bin ich bei der Bäckerei Hut. Ja, du hast ja schon ein paar Unternehmen besucht. Was war denn so die schönste Begebenheit, die dir da vorgekommen ist? Also ich finde eigentlich alles spannend, überall reinzugucken. Vom Bäcker zum Fitnessstudio, also ist alles dabei. Und ich finde das wirklich so interessant, in diese Bereiche reinzugucken. Einfach auch eigene Erfahrungen mitzugeben. Und einfach den Leuten das dann auch zu zeigen. Können sich denn Ausbildungsbetriebe, die jetzt zuschauen, noch bei Webface Media melden und noch mitmachen? Ja, sehr gerne. Also einfach anschreiben und da kommen wir auch sehr gerne dabei und genau, machen Termin aus. Okay, und wenn man das jetzt sich anschauen möchte, gibt es einen besonderen Link oder einfach bei TikTok suchen oder ist das bei Heimatkarriere, Hashtag zum Beispiel zu finden oder wie kann ich da rankommen? Also ab sofort findet man die Videos auf dem TikTok-Kanal der Jobbörse und es folgen dann in regelmäßigen Abständen auch neue Folgen. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und bin gespannt auf die Filme. Vielen Dank. Dankeschön. Ein alteingesessener Handwerksbetrieb sitzt in Odersbach, die Firma Brückmann, Bäder und Wärme. Und Benita Brückmann sucht ganz besondere Mitarbeiter. Ja, guten Tag, mein Name ist Benita Brückmann von der Firma Brückmann Bad und Wärme. Unser Unternehmen gibt es schon 32 Jahre, mein Mann und ich führen das. Wir haben uns spezialisiert vor circa 25 Jahren nur auf Bad-Komplettrenovierung. Wir arbeiten auch nur im privaten Bereich, machen auch keine Neubauten, sondern wirklich nur bei dem Kunden zu Hause. Machen aber auch Heizungsrenovierung und haben noch den Kundendienst. Wir sind ein junges, engagiertes Team. Wir haben 4 Monteure, die auf den Baustellen sind, haben 2 Auszubildenden, eine Dame, die im Büro sitzt, uns zuarbeitet und mein Mann und ich. Und wir suchen einen Anlagenmechaniker mit einer Berufserfahrung, der eben mindestens 3 Jahre sollte er Berufserfahrung haben. Wenn er interessiert ist, in einem jungen,
engagierten, motivierten Team mitzuarbeiten, freuen wir uns. Bewerbungen gerne an uns direkt per E-Mail. Wir freuen uns, wenn du oder sie sich bei uns bewerben und bei uns im Team mitarbeiten möchten. Wer einen kaufmännischen Hintergrund hat und gerne bei innovativen Unternehmen arbeitet, hat jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal haben wir die Stadtwerke Weilburg besucht. Da hat uns Jörg Koschinski berichtet, welche Mitarbeiter dort im Büro als kaufmännische Sachbearbeiter gesucht werden. Die Stadtwerke Weilburg sind ein regionaler Energieversorger im Bereich Weilburg und wir versorgen die Menschen der Stadt mit Energie, mit Gas, Wasser, Strom und mit Wärme. Und dafür suchen wir gute Mitarbeiter nach Möglichkeit aus dem heimischen Raum für die Bearbeitung der Kundenabrechnungen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Wärme. Wenn Sie einen kaufmännischen Hintergrund haben, technisch interessiert sind, Spaß an Neuem haben, dann suchen wir Sie für den Bereich der kaufmännischen Sachbearbeitung hier bei den Stadtwerken Weilburg. Informieren Sie sich hier unten bei der Adresse. Vielen Dank. Viele von Ihnen kennen den Kurenverkehrsverein Weilburg, vor allen Dingen durch die Stadtführungen, die jährlich dargeboten werden. Über 200 Stadtführungen finden da in normalen Jahreszeiten statt. Sie kennen die Brunnenkonzerte, Sie kennen das Rollschiff und vielleicht auch den Kanuverleih am Oberlahnbad. Das sind alles Dinge, die der Kurenverkehrsverein macht. Und dort werden Mitarbeiter gesucht im Büro, aber auch Stadtführer. Hören Sie mal rein. Ja, wir suchen dich zur Teamverstärkung für die Geschäftsstelle des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg. Der Kur- und Verkehrsverein Weilburg vermarktet Stadtführungen in Weilburg. Wir sind Kooperationspartner der Stadt. Wir vermieten Kanus. Wir haben das Tippidorf in Weilburg. Wir stellen den Rollschiffbetrieb sicher und wir veranstalten auch Brunnenkonzerte. Und im Rahmen all dieser Tätigkeiten suchen wir im Moment eine Bürokraft, die in 2 bis 3 Vor- und Nachmittagen in der Woche unser Team verstärkt. Hier geht es vor allem darum, Kundenberatung zu machen am Telefon, Angebots- und Buchungserstellungen vorzunehmen, ja, und möglichst viel Spaß an der Beratung von Touristen und von Gästen auch zu haben. Ergänzend dazu brauchen wir noch eine Saisonaushilfe in der Zeit von Mai bis Oktober, die an den Wochenenden, ungefähr 1 bis 2 Wochenenden im Monat, hier in der Touristinfo Dienste übernehmen kann. Beide Tätigkeiten sind auf 450 Euro Basis. Wenn du freundlich und zuverlässig bist und Freude am Umgang mit Menschen hast und dann auch noch gute PC-Kenntnisse und sicher bist im Umgang mit Microsoft Office Angeboten, dann freuen wir uns sehr, wenn du dich bei uns bewirbst. Mein Name ist Claudia Ufken, Marktplatz 3 in Weilburg. Am besten per Mail an c.ufken@kvv-weilburg.de. Wir konnten nur einen Teil der Ausbildungsplätze und der Arbeitsplätze hier präsentieren. Wenn Sie mehr suchen oder andere Arbeitsplätze suchen, dann schauen Sie doch mal rein bei www.jobsinlimburgweilburg.de
und was genau dahinter steckt. Damit habe ich mit Johannes Jung gesprochen. Stepstone, das sind alles bekannte Portale, aber die haben einen Nachteil, denn sie sind überregional und viele regionale Jobs sind da gar nicht zu finden. Bei mir habe ich Johannes Jung, er ist bei Webface Media zuständig für Jobs in Limburg-Weilburg.de, ein besonderes Portal. Vielleicht kannst du kurz sagen, was das Besondere an diesem Portal ist. Also das Besondere an Jobs in Limburg-Weilburg ist einerseits, dass wir wirklich schon seit mittlerweile fast 10 Jahren am Markt sind. Genau genommen haben wir nächstes Jahr das 10-jährige Jubiläum, seit 2013 eigentlich. Und dass wir uns sehr stark auf die Region begrenzen, was auch ein Stück weit unser Alleinstellungsmerkmal ist. Und innerhalb dieser Region wirklich eine sehr breite Masse an Jobmöglichkeiten anbieten. Bei uns findet man Jobs vom Bauarbeiter bis zum Chirurgen, vom Architekten bis zum Zahnarzt, ist alles mit drin, aber wie gesagt, regional begrenzt, also für die Leute, die einen heimatnahen Job suchen, das ideale Portal. Wie viele Stellen kann man da so durchschnittlich finden und gibt es Schwerpunkte? Also kann man sagen, es sind mehr kaufmännische als technische Berufe? Momentan haben wir immer so zwischen 400 und 500 Stellen online. Einen tatsächlichen Schwerpunkt innerhalb dieser Berufe gibt es tatsächlich nicht. Es ist wirklich alles vertreten, wie ich eben schon gesagt habe, vom Bauarbeiter bis zum Arzt ist alles vorhanden. Wir nehmen jeden, der sich bei uns vorstellen kann. Nein, also wir versuchen das schon für die Nutzer recht einfach zu halten. Einloggen muss man sich nicht. Der interessierte User geht entweder direkt auf das Jobportal und klickt sich durch die verschiedenen Filterfunktionen durch und findet entweder so den passenden Job oder er folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, wo täglich auch ein Job in der Story gepostet wird. Das heißt, allein durch Kommissar Zufall können dann auch die Leute wirklich durchaus an ihren Traumjob kommen. Technik und Digitalisierung schreiten ja voran und ich habe gehört, es gibt auch Neuerungen bei Jobs in Limburg-Weilburg. Worauf können wir uns freuen? Ja, ich sagte ja schon, Jobs in Limburg-Weilburg hat ja jetzt schon seine 9 Jahre auf dem Buckel, ist trotzdem ein sehr gut funktionierendes Portal, aber wir haben uns überlegt, dass wir der ganzen Geschichte trotzdem mal eine frische Kur verpassen und das heißt, freuen kann man sich in diesem Sommer auf ein komplett neues Design, sowie auf viele neue und spannende Social-Media-Serien, die wir sowohl auf Instagram und auch auf TikTok bringen werden. Ja, die Adressen blenden wir ein. Ich denke, es lohnt sich mal bei www.jobsinlimburg-weilburg.de reinzuschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg und danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Zum Schluss zeigen wir Ihnen noch einen kleinen Überblick. Zum Beispiel die Firma Feig Elektronik sucht Mitarbeiter. Die Wirtschaftswerbung Weilburg sucht Verstärkung in der Geschäftsstelle. Und auch die Eckpunkte Kommunikation GmbH sucht auch Mitarbeiter im Büro. Schauen Sie sich das in Ruhe mal an und wir würden uns freuen, wenn Sie durch uns vielleicht neue Impulse und neue Ideen bekommen. Viel Erfolg dabei! Das Unternehmen hat fast 400 Mitarbeitende und ist ein führender Hersteller von mikroelektronischen Produkten in den Bereichen Payment, RFID, Verkehrssensorik und Steuerungselektronik.
Feig wächst permanent und sucht deshalb Elektronikingenieure für die technischen Bereiche und viele andere Fachkräfte. Nähere Infos finden Sie unter www.feig.de/karriere. Die Eckpunkte Kommunikation GmbH ist eine PR- und Marketingagentur, die gemeinsam mit den Kunden Kommunikationsstrategien entwickelt und umsetzt. Wer eine Ausbildung im Büromanagement mit Schwerpunkt Marketing und Medien sucht oder sich mit einem Studium bereits qualifiziert hat, kann sich auch als Volontär Trainee Kommunikation bewerben. Mail an personal@eckpunkte.com. Dietz und Knarch gibt es jetzt in Weilburg seit eigentlich 1989. Wir sind 3 Steuerberater und einige Angestellte. Wir sind seit 2014 jetzt hier in den neuen Standort, Frankfurter Straße 13. Wir bieten das Herkömmliche, was erwartet wird von dem Steuerberater, also Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Lohnabrechnungen, die ganze Palette an. Beratung auch in betriebswirtschaftlichen Fragen, Existenzgründung, Nachfolgeregelung. Das ist alles unser Metier, was wir anbieten. In der Bürogemeinschaft natürlich mit einer Anwaltskanzlei im gleichen Hause. Auch ein Notar ist vorhanden, dass wir also auch gesellschaftsrechtliche Fragen, GmbH-Gründungen und sowas abdecken können. Also das Interessante am Beruf des Steuerberaters für mich ist es zum einen, den persönlichen Kontakt mit den Mandanten zu haben, was speziell in einem kleineren mittelständischen Büro eigentlich tagtäglich der Fall ist. Man bekommt eigentlich das gesamte berufliche Leben der Mandanten mit, dort bekommt es geschildert. Man berät, hat einen Einblick in den kompletten Ablauf, in das komplette Unternehmen, hat die Hochs und Tiefs der Mandanten, man erlebt alles mit. Man versucht dann immer das Optimum natürlich rauszuholen. Da entwickeln sich auch enge Bindungen über die Jahre hinweg und das ist eigentlich so das, was es für mich ausmacht, den Beruf des Steuerberaters. Es ist natürlich ein Familienunternehmen, da wächst man auch mit rein. Das gehört einfach von klein auf schon dazu. Man kennt es, man identifiziert sich vollkommen damit. Viele Mitarbeiter, die schon lange Jahre bei uns sind, man hat da auch einfach einen engen Kontakt und kennt sich. Man kennt die Mandanten seit vielen Jahren. Das ist einfach so dieses vertraute, familiäre Umfeld, was einfach auch sehr schön macht, hier zu arbeiten.